Hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend an euch alle. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe ja eben so ein blödes Ankündigungsvideo auf YouTube gemacht. Hat ja doch irgendwie funktioniert. Und auch hallo übrigens an alle, die jetzt den Mitschnitt auf YouTube schauen. Ich möchte heute mal ein bisschen in Battleborn reingucken. Ich habe es eigentlich schon seit gestern. Ist heute rausgekommen offiziell. Und das ist das neue Game von Gearbox Software. Die haben ja Borderlands gemacht. Oh, muss ich mal schnell hier klicken. Smoke, vielen Dank für den Follow. So, Moment, ich muss hier mal meine Fenster ein bisschen zurechtschieben. Okay, alles klar. Ich bin großer Borderlands-Fan und ich habe mich sehr darauf gefreut. Es wird sehr viel mit Overwatch verglichen. Wisst ihr ja, das neue Game von Blizzard, Overwatch, ist ja so ein Team Fortress-artiges Game, ein bisschen MOBA-mäßig. Das hier ist, finde ich, viel mehr MOBA-mäßig. Ich konnte jetzt ein bisschen gestern schon reinzocken, aber wir gucken uns das jetzt zusammen ein wenig an, bevor ich dann irgendwann die Woche meinen Test dazu mache. Übrigens, für alle, die darauf warten, das nächste Dark Souls 3 Story-Video bzw. Secret-Video, wie auch immer, ist jetzt fertig, ist hochgeladen und direkt nach dem Stream kommt es online. Also wenn ihr jetzt hier nach nochmal Lust habt auf ein bisschen Zeug, wir spielen jetzt erstmal, wie gesagt, Battleborn. Ich wollte Overwatch sagen. Dann könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. youtube.com/thebadbeard, wisst ihr ja. Und da gibt es dann das neue Dark Souls 3-Video zu einem der geheimen Gebiete. Ist ziemlich spannend gewesen. Ich habe da mal so ein bisschen versucht, alles zusammenzufassen. Ja, wie auch immer. Erstmal hallo an den Sascha, an den Zest, den Salasco und den Smoke natürlich. Wer alles noch hier so ist. Ich grüße euch alle. Jo, Battleborn ist, ja, ich hatte ja gesagt, finde ich etwas mehr MOBA-artig als Overwatch noch. Das Ding hat halt auf jeden Fall auch wie Overwatch total viele Charakterklassen, die sich sehr unterschiedlich spielen. Da gibt es nicht nur Fernkämpfer, also mit Knarren, weil es ist immer noch ein FPS, also ein First-Person-Shooter, sondern auch sehr viele Nahkämpfer und so weiter. Support-Klassen gibt es, gibt Tanks und Healer. Und der Multiplayer-Modus, den ich ehrlich gesagt noch nicht gespielt habe, ich habe bisher nur den Singleplayer-Modus gespielt, der Multiplayer-Modus ist auch sehr stark an MOBAs angelehnt, zumindest einige davon. Da gibt es hier ein paar verschiedene. Einmal hier muss man halt verschiedene Punkte auf der Map capturen. Dann gibt es hier eben Incursion, da gibt es einen großen Gegner, den man zerlegen muss. Und dann Meltdown, das ist der MOBA-artigste Modus. Da hat man tatsächlich eigene Minions, die man wie eben auch in einem MOBA, in League of Legends oder so weiter, über die Map befördern muss. Die vom Gegner muss man aufhalten und bis zu einem gewissen Punkt bringen muss, um Punkte zu machen. Was ich ganz spannend fand, war, dass es hier tatsächlich, bevor wir uns jetzt hier die Charakterklassen gleich angucken, dass es hier tatsächlich einen Story-Modus gibt. Das hatte ich eigentlich nicht erwartet. Und das Ding hier ist, die Story-Missionen, es gibt im Moment nur 8 Stück. Die sind so, na, dauern so eine halbe Stunde, zumindest die, die ich bis jetzt gespielt habe. Das Ding ist, ich fand die eigentlich echt nicht schlecht. Ich hatte eigentlich überhaupt nicht mit einem Singleplayer-Modus gerechnet. Ich spiele gerade die PS4-Version, die kann man auch komplett im Splitscreen spielen. Das war was ich bei Borderlands sehr gern gemacht habe. In diesem Fall ist es so, dass in den Story-Missionen auch eben Bosse vorkommen und die Mechaniken, die diese Bosse halt haben, die sind sehr Raid-mäßig, erinnert mich sehr stark an Destiny. Also Destiny hat ja auch viele so MMO-ähnliche Bosskämpfe und so weiter. Also da muss man teilweise Sachen aktivieren, man darf nicht im Feuer stehen und so weiter. Die haben verschiedene Phasen und so. Das war tiefgründiger, als ich erwartet hatte. Von daher war ich da positiv überrascht. Vielleicht schauen wir später auch noch mal da rein. Aber jetzt möchte ich erstmal in den Multiplayer gucken, den ich noch nicht gesehen habe. Aber gucken wir erstmal nach den Charakterklassen, falls euch das interessiert. Hallo Jana. Grüße euch. So, jetzt mal ganz kurz. Ja, also hier, das sind die Charakterklassen. Ihr seht, die sind nicht nur visuell sehr unterschiedlich. Ne, müsst ihr mir erstmal vertrauen, bis wir die durchgucken. Die sind auch, spielen sich sehr unterschiedlich. Also hier der Typ ist einfach so ein Space-Zwerg mit Axt und Schild. Also der kann wirklich auch mit dem Schildzeug machen. Dann haben wir hier den hier, der kann ein bisschen fliegen und Airstrikes machen. Es gibt einen Luchador, der Melee-Angriffe macht mit seinen Robotarmen. Es gibt hier so einen Pilz-Ninja, der Kunais wirft und so weiter. Das hier ist ein Gentleman-Robot-Sniper, den spiele ich eigentlich relativ gerne. Also ihr seht, das ist sehr unterschiedlich. Ich habe selten eine so bunte Charakterkaste gesehen. Das Lustige ist, dass mir das Design halt auch echt gut gefällt. Ich finde, in Overwatch ist es ein bisschen cooler. Das hat halt diesen Blizzard-Charme, also wenn man die beiden Spiele vergleichen mag. Aber wie ich zu Anfang schon gesagt habe, die sind sich gar nicht so ähnlich, obwohl halt in vielen Aspekten doch, aber nicht ganz so ähnlich, wie man vielleicht von vornherein gedacht hat. Hier gibt es noch den Montana. Das ist hier so, ne, könnt ihr euch denken, ein Tank mit einer riesigen Gatling.
Und ja, jetzt gucken wir uns erstmal hier grundsätzlich an, wie das hier läuft. Also ich finde eigentlich hat dieses Spiel ein nicht wirklich gutes Tutorial. Das zeigt euch nicht wirklich, wie man spielt. Da gibt es irgendwo einen Trailer, pardon, von Gearbox selber, der es ein bisschen erklärt. Aber hier dieser Charaktermodus erklärt euch tatsächlich, was diese Klassen so ein bisschen drauf haben. Und wie in jedem Spiel mit vielen Charakteren, wo man gegeneinander antritt, ne, sollte man auch wissen, was die anderen können. Deswegen kann man sich das hier zumindest durchlesen. Also jeder Charakter hat irgendwelche passiven Sachen. In diesem Fall wird die Minigun, je länger man feuert, heißer und macht Bonusschaden. Dann steht da immer, was die Waffe für spezielle Eigenschaften hat. Und dann haben die immer noch irgendwelche Talente oder was die Rüstung von denen macht. Das steht hier auf der linken Seite. Auf der rechten Seite haben wir dann hier so Sachen, also jeder Charakter hat eben auch drei Skills. Das ist jetzt betrachtet, RPG-technisch betrachtet, nicht viel, aber es gibt halt sehr viele Charaktere. Und diese Skills machen dann halt einfach ja, verschiedene Sachen, wobei auch einer davon halt so ein Ultimate-Skill ist. Das Wichtige ist tatsächlich, ähnlich wie in einem MOBA, levelt man im Match selber eben auf bis Level 10, dadurch, dass man einfach killt und spielt und so weiter. Und kann sich dann immer hier pro Level, das finde ich eigentlich auch sehr lustig, zwischen zwei Talenten entscheiden und so ein Bild quasi machen für die Runde. Also das ist nur für die Runde, eben wie in einem MOBA, logisch. Ja, und das ist erstmal alles dazu. Die Geschichte von diesem Spiel ist ein bisschen obstrus irgendwie. Also die haben sich alle hier eingefunden. Ja, dem letzten Stern im Universum, der noch da ist, sozusagen, alle anderen wurden schon ausgelöscht. Und die Charaktere kommen halt aus vielen verschiedenen Welten, deswegen sind die so unterschiedlich. Aber zu jedem einzelnen Charakter, die Story schaltet man tatsächlich auch erst frei, wenn man die ein bisschen gespielt hat. Was ich ein bisschen schade finde, weil die Charaktere ja so interessant sind, dass man da nicht von Anfang an ein bisschen mehr drüber lesen kann. So, habt ihr grundsätzlich irgendwelche Fragen noch hierzu? Sonst legen wir direkt mit einer Runde los. Was haben wir denn hier? Ich schau mal kurz in den Chat. Hallo Deus, grüß dich. Was ist denn hier los mit euch? Vertragt euch, was soll das? Freunde, wir wollen doch jetzt erstmal ein bisschen zocken und uns nicht im Chat jetzt hier angreifen. Ja, wir machen jetzt einfach mal so ein Versus-Game und wir machen eins von den simplen Games. Ich gehe einfach mal hier in die Playlist. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal Capture Maps. Das ist das Einfachste. Das ist eben der Modus, der nicht so MOBA-mäßig ist, wo man, wie gesagt, einfach Maps capturen, also Punkte capturen muss. Da spielen wir uns einfach mal ein bisschen warm. So, ich denke mal, ich spiele auch erstmal als Marquis, also hier der Roboter-Sniper. Okay, also ich bin froh, dass ich jetzt überhaupt ins Game reingekommen bin. Am Anfang war das relativ überlaufen. Im Moment testen das ja viele aus, weil es rausgekommen ist. Aber ja, er braucht gerade irgendwie ziemlich lange, um Gegner zu finden. Also jetzt bitte, hört doch mal auf damit, das ist doch nicht nett. Ja, für die, die jetzt den Chat nicht sehen, hier sind ein paar Leute sich hitzig daran am Unterhalten, was ein MOBA ist. Irgendwer wusste das nicht. Kann ja sein. Kann ja sein. Benefit of the doubt. Und hat es dann im Chat gefragt und andere haben sich darüber aufgeregt, dass er das nicht wusste und stattdessen im Chat gefragt hat. Also nochmal, um das jetzt hier zu schlichten. Ein MOBA ist ein Multiplayer Battle Arena, wie auch immer ist die Abkürzung dafür. Und das sind also Spiele, hallo Zombie, danke für den Follow. Das sind so Spiele wie, ja, wie League of Legends oder Dota. Aber das ist halt im Moment einfach gerade das, was der Shit ist sozusagen. Also ja, ich verstehe schon, warum ihr euch aufgeregt habt, aber es kann ja sein, dass man das nicht weiß. So, und jetzt vertragt euch wieder. Okay, er braucht immer noch so lange. Ah, jetzt hat er welche, alles klar. Dann können wir jetzt auch mal eine Runde spielen. Bleh, bleh, Outback.
Mir ist es eigentlich wurscht. Ich kenne die Maps nicht. Von daher. Ja. Das dauert extrem lange irgendwie gerade. Ah ja, jetzt. Das Spiel werdet ihr gleich sehen, hat einen total bunten Artstyle. Habt ihr an den Charakteren vielleicht schon gesehen. Aber die Maps selber sind eben auch super bunt. Ihr seht auch, ich habe fast keine, also die Hälfte, vielleicht, na weniger als die Hälfte der Champions hier erst freigeschaltet. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal hier den Marquis. Yes. Und dann hat man hier immer noch so ein Loadout. Man kann hier tatsächlich auch Loot sammeln, wie in, ja, wie in Borderlands, sage ich mal, und dieser Loot, dann hat man drei Slots, wo man hier solche Items reintun kann. In der Runde kriegt man ähnlich wie in Mobile, eben auch, daher, ich finde, das ist viel mehr so als Overwatch, wie schon gesagt, kriegt man halt Kohle. Die Kohle kann man ausgeben, entweder um Türme zu bauen, um zu verteidigen oder eben um sich sein Equipment zu kaufen, was man ausgerüstet hat. Das Equipment hat man dann nicht von Anfang an der Runde, das muss man sich über die Runde verdienen. Genauso wie man in jeder Runde aufleveln muss, muss man sich in jeder Runde wieder das Equipment kaufen und da geht es halt eben darum, zu optimieren. Ne, möglichst schnell stark zu werden, wie in League of Legends oder sowas. Eigentlich ganz logisch. So, gut. Schauen wir aber erstmal, wie lange das hier noch dauert. Meine Güte, der El Diablo braucht irgendwie gerade eine Stunde, um einen Charakter auszuwählen. Ich nehme hier mal den goldenen Marquis, weil ich den einfach habe. Wieso nicht? Kann man mal hier ein paar Taunts machen. Ich mal kurz verbeugen, wenn die so lange brauchen hier. So. Hast du das schon angezockt? Angezockt habe ich es gestern, Zombie. Ja, gestern habe ich mal den Singleplayer-Modus getestet, also die Kampagne. Und dann später wollte ich ein Multiplayer-Match machen, bin aber in keins reingekommen. Jo, und dann heute, wie gesagt, teste ich jetzt ein bisschen live weiter an. Habe ich eben gestern schon gehabt. Okay, jetzt hat er sich entschieden. Dann können wir ja auch endlich loslegen. Ihr werdet es gleich sehen. Also es ist sehr bunt und sehr viele Effekte. Das ist auch teilweise ein bisschen verwirrend, was vielleicht ein minimaler Kritikpunkt am Game ist, dass halt wirklich einfach so viel passiert auf dem Screen und so viele Zahlen und Zeug. Das ist am Anfang wirklich ein bisschen überfordernd. Man muss sich da schon ein bisschen einarbeiten. Aber ja, das sieht gut aus, ist aber dafür halt eben ein bisschen voll mit Zeug. So, hier haben wir die ganzen verschiedenen Charaktere in unserem Team, die ganzen verschiedenen Helden sozusagen. Ich selber kann jetzt auch direkt mein erstes Level machen. Und mach mal den Schaden von meinem Predator Strike hoch. Predator Strike, also meine Skills hier als Marquis ist, ich habe hier diese Knarre, ich bin, ne, ein Gentleman-Roboter-Sniper. Als Fähigkeit kann ich eben einmal, wenn ich zoome hier mit dem Ding, verwandelt sich die Knarre in Sniper-Rifle und macht sehr viel Schaden. Dafür halte ich nicht so viel aus. Ich kann noch eine Eule beschwören, die Gegnern Schaden macht. Ich kann auch eine Art Zeitblase auf den Boden hauen, die Gegner verlangsamt und Geschosse verlangsamt. Ich gehe mal jetzt hier mit ihm zu A. Also das ist jetzt hier wirklich ein ganz einfacher Modus, wo man wirklich nur angreift und verteidigt und so weiter. Ihr seht, die Charaktere haben sehr viel Health, aber das Spiel ist jetzt auch nicht. Okay, ich konnte wahrscheinlich nicht da durchschießen. Ist wahrscheinlich nicht für diesen Modus wirklich ausgelegt, sondern eher für den, wo man tatsächlich Minions hat und so. Also das ist das, was ich halt denke. Na, erstmal ihn hier killen. Ich schicke mal meine Zeitblase hier rein, wenn da einer durchschießt. Und dann schicke ich mal meine Eule. So. Der macht irgendwie nur Mist, der Typ. Ich gehe jetzt mal den Punkt capturen, weil der hier irgendwie nur. Dann nochmal die Eule rausgehauen. So, einer gekillt. Zeitblase ungefähr hier hin. Warte mal auf den Typ hier, der ist ein bisschen tankiger als ich. Ich bin, wie gesagt, halt mit dem Charakter wirklich nicht auf Nahkampf und so weiter ausgelegt. Ah, ich stelle mich mal in meine Zeitblase, wenn die jetzt hier rankommt. Oh oh. Also das ist ja, wie gesagt, so ein Standard-FPS-Modus, den es ja in quasi jedem Shooter hier gibt. Ist gerade ein bisschen, ich muss mal meine Aiming-Sensitivity hochstellen, es dauert gerade voll lange. So. Sie ist auch eher so ein Heal-Charakter, deswegen braucht sie gerade so lange, um mich zu killen, ihr habt es ja gerade gesehen.
Jo. Muss ich halt wieder respawnen und die Punkte hier capturen. Später könnte ich jetzt eben auch hier dann so Türme bauen und die Punkte verteidigen. Ich gehe mal dahin, wo der Hauptteil meines Teams rumhängt. Oh, ich glaube, ich werde ein bisschen schnupfig. Ich glaube, ich werde ein bisschen krank. Hier sind auch ein paar Gegner. Tatsächlich doch. Ein paar NPC-Gegner. Wieder die Eule losgeschickt. Also die NPCs ist ja wie in einem MOBA. Es ist aber wirklich einfach die ganze Zeit so, bevor ich jetzt hier... Ja, es ist tatsächlich so, dass es hier Creeps gibt, die einfach nur auf der Map rumstehen, damit ihr die farmen könnt, um eben, ne, um eben Erfahrungspunkte zu sammeln und euren Charakter besser zu machen, ganz logisch. Selbst in diesem Modus, wo es nur darum geht, hier die Points zu capturen. Aber nach der Runde hier werden wir dann auch mal in den Modus gehen, wo man tatsächlich eben seine Minions über die Map begleiten muss, die schützen muss und die gegnerischen dementsprechend auslöschen muss. Also das ist der Modus, der am ehesten wie League oder sowas ist. Und ich denke auch, das ist der Hauptmodus von diesem Spiel. Darum herum ist das designt worden, so kommt es mir zumindest vor. Der Singleplayer hat ganz viel von diesem Borderlands-mäßigen Gearbox-Humor, kann ich euch schon mal jetzt sagen. Das hat mich wirklich, wie gesagt, überrascht, dass der Singleplayer solide ist oder relativ solide. Problem damit ist halt, es ist halt kein Borderlands. Ihr kriegt halt keine Knarren und keinen Loot. Der Humor ist zwar da, aber ihr spielt halt den Charakter, den ihr habt. Das unterscheidet sich nicht von Multiplayer zu Singleplayer. Und die Varianz kommt dann eher daher, dass ihr eben verschiedene Charaktere ausprobiert. So, okay, dann machen wir das mal hier. Oh. So, ich kann die hier mit meiner. Ich kann ihnen hier, habt ihr es gerade gesehen, eine Schelle geben und die ein bisschen aus dem Bild werfen, sodass die auf Distanz sind, weil mein Charakter, wie gesagt, macht wirklich nur Schaden, wenn ich wirklich auf Distanz bin. Kann man nachladen und das Ding hier capturen. Die flüchten gerade. Hier, meine Eule fliegt da irgendwie gerade noch blöd rum. Mach's gut, Jana. Ja, tut mir leid. Ich glaube, ich muss mir jetzt demnächst doch mal Moderatoren anschaffen, weil ich kann jetzt nicht hier gleichzeitig streamen und darauf achten, dass ihr euch nicht im Chat die Haare ausreißt. Also ich wünsche dir trotzdem noch einen schönen Abend. Ich fand das auch sehr unnötig, dass ihr euch jetzt wegen so einer Lappalie hier streiten musstet. Aber wie gesagt, kann ich nicht ändern, kann ja nicht auf alles hier achten. Ich will ja jetzt auch den Leuten das Spiel zeigen. Also ja. Okay, ich würde sagen, wir machen erstmal mit Marquis weiter, weil den habe ich am meisten gespielt. Bei dem weiß ich halt am ehesten, was ich machen kann. Wie gesagt, halt einfach ein sehr, sehr, sehr schwacher, also von der Rüstung her und so weiter, Charakter, der halt nicht viel aushält. Aber hier, wenn ich halt reingezoomt bin, macht er viel Schaden. Hier mit dieser kleinen Pistole, wie gesagt, ist es halt eher nicht so. Habt ihr ja gerade eben an dem Gegner auch gesehen. Das heißt, eigentlich sollte ich jetzt nicht hier eigentlich hinlaufen und die Points capturen, was eher blöd ist. Aber es muss in dem Modus natürlich gemacht werden. Mein Team macht es gerade halt irgendwie nicht. Sondern eher irgendwo hier auf so einem Hügel stehen und hier die Points absnipern sozusagen. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur zur Demonstration. Ich mache mal hier den Recoil runter von der Knarre, dann kann ich schon mal wieder ein bisschen besser schießen. So, einen habe ich jetzt gecaptured. Und wenn euch das jetzt ein bisschen langweilig vorkommt hier, diese Runde, dann liegt es daran, dass die Leute halt noch nicht wissen, wie sie die Charaktere spielen sollen und dass ich halt finde, dass dieser Modus einfach ein bisschen fehl am Platz ist in diesem Game, muss ich sagen. Also das muss ich wirklich sagen. Das, wie eben schon erwähnt, ist halt wirklich für diesen MOBA-mäßigen Modus ausgelegt und die anderen Modi kommen mir eher so ein bisschen angetackert vor, wenn ihr versteht, wie ich das meine. So, okay, Temporal Distortion ist halt hier mein Zeitfeld. Jetzt habe ich eben den Skill freigeschaltet, dass das Ding auch noch Schaden macht, den Gegnern, die drin stehen. Okay, dann. So, wollte ihr jetzt auch Schaden machen, aber das ist halt ein Nahkampfcharakter. Ja, so soll das sein. Wird verlangsamt und kriegt Schaden. Das ist gut gegen Nahkampfcharaktere, weil die dann
eben in das Feld rein müssen, um mich zu treffen. Hat aber trotzdem nicht geholfen. Ich habe nur einen Assist bekommen. Marquis ist halt auf der Konsole gerade irgendwie schwer zu spielen, muss ich sagen. Hab das Gefühl, dass hier das Aimen noch nicht so gut läuft bei mir. Ich muss mal vielleicht eben gerade mal die Sensitivity hochstellen. Wartet mal kurz. Controller, Sensitivity. Machen wir die mal auf 8 oder so. Jawohl. Ja, das ist schon ein bisschen besser. Nein, Overwatch und Battleborn kommen nicht gleichzeitig raus. Blizzard ist nur schlau. Der Deus hat gerade gefragt, wie ich mir das erklären kann. Eine Sache finde ich ganz schlimm, bevor ich jetzt darauf wieder zurückkomme, an Battleborn. Was Gearbox, der größte Fehler, den sie gemacht haben, ist das Marketing. Die haben hier wirklich keinen guten Job gemacht, den Leuten zu erklären, was das hier überhaupt für ein Spiel ist. Die haben immer einen Fokus drauf gelegt, hier gibt es viele verschiedene Helden. Aber was macht man mit den Helden? Was sind genau die Modi und so weiter? Und auch ich wusste ja bis gestern nicht, dass dieses Spiel tatsächlich ja einen gut ausgearbeiteten Singleplayer-Modus hat. Das wusste ich einfach nicht. Und das hätten sie zum Beispiel auch. Viele Leute spielen ja sehr gerne eben Borderlands, auch wegen dem Humor und der Kampagne und so weiter. Und das wusste man hier in dem Fall einfach nicht. So, jetzt habe ich doch mal einen Kill gemacht. Und jetzt kann ich meinen Super-Move machen, habe ich jetzt freigeschaltet, weil ich gelevelt habe. Das ist hier diese dicke Kanone. Da. Mal ein bisschen Support mit meinem Zeitfeld, dann kriegen die schön Damage hier alle, wenn sie da auf uns zufliegen. Gibt es vielleicht noch ein paar Assists. Und eigentlich immer reinzoomen hier. Ja, die haben, wie gesagt, im Marketing keinen guten Job gemacht. Das finde ich wirklich eine Verfehlung von denen. Bonus-Damage und dann jetzt hier noch Casting Range. Ja, das machen wir so. Die beiden Spiele, wie ich ja eben schon die ganze Zeit gesagt habe, sind gar nicht so ähnlich, dass die jetzt hier gleichzeitig in Anführungszeichen rauskommen. Overwatch hat ja jetzt nur eine offene Beta. Und das hat Blizzard schlau gemacht. Die wussten natürlich, dass Battleborn rauskommt und dass viele Leute, die irgendwie für sehr ähnlich halten, diese Spiele, grundsätzlich haben die auch einige Ähnlichkeiten, aber Blizzard hat dann einfach wahrscheinlich gesagt, okay, an dem Datum bringen wir auch Overwatch raus, die Leute warten drauf und wollen das gerne spielen und dann dementsprechend kriegt Battleborn natürlich jetzt hier eine Kelle ab, weil viele jetzt eben die Open Beta auch kostenlos testen können, Overwatch ist halt, kostet nichts, Battleborn müsste man jetzt zahlen, um es zu spielen und das ist halt das Problem. Ja, und das haben die schon smart gemacht, also das ist, glaube ich, ganz kalkuliert gewesen. Na? Einfach Business. Okay, das war jetzt halt eben dieser Modus. Ihr habt ja gesehen, worum es da geht. Einfach hier Points capturen und so weiter. Relativ lahm. Irgendwie. Mit ein paar MOBA-Aspekten noch hinzugefügt. Aber jetzt machen wir mal diesen Meltdown-Modus. Das ist der, von dem ich eben gesprochen habe. Ja. Okay. So, nochmal kurz hier klicken. So, jetzt dauert es wieder eine Stunde, bis wir Spieler gefunden haben, also kann ich noch ein bisschen über das Spiel reden, wenn ihr noch Fragen habt zu Battleborn. Das Coole ist halt auch, weil diese Bosse, von denen ich gesprochen habe, im Singleplayer-Modus so Raid-mäßige Mechaniken haben, ist eigentlich ganz witzig, weil man im Splitscreen dann mit einem Kollegen auf der Couch, das ist halt was Gearbox hochhält, ich bin immer ein großer Fan von Splitscreen und Couchcorp, wisst ihr ja, ich hatte ja öfter einfach auch eine Serie darüber auf meinem Kanal. Ich zeige ja immer gerne mal Videos, wo ich Leute da habe und wir Local Coop-Spiele spielen. Das war ein Riesending bei Borderlands und hier ist das auch cool, weil eben es macht sehr viel Spaß bei diesen Bossen dann halt Taktiken abzusprechen und so weiter. Das ist schon cool. Ich habe das gestern auch ausprobiert mit einem Kollegen. Aber gar nicht in der Werbung vorgekommen, dass die hier irgendwie so Raid-mäßige Bosse und einen Singleplayer haben. So, das meine ich halt damit. Deswegen haben sie da einfach eine Chance verschenkt irgendwo. Mach's gut, Zombie. Lord Gardon fragt, ob ich mal wieder von Destiny enttäuscht bin. Im Moment, nicht so. Das kostenlose Update ist gekommen und ich habe auch mal wieder ein bisschen gespielt. Ich sag's ja immer wieder, das Gameplay macht mir Spaß. Solange es Content gibt,
spiele ich das gerne. Und im Moment habe ich auch mal wieder ein bisschen Challenge of Elders gespielt. Ich hatte tatsächlich die Woche auch wieder einen Stream, wo ich mal wieder ein bisschen Destiny gespielt habe. Nö, ist eigentlich ganz witzig, da mal ab und zu reinzugucken im Moment. Aber ich habe es jetzt auch davor 3 Monate nicht gespielt, ne? So, was haben wir jetzt hier? Okay. Einfach mal No Preference, ist mir egal. So, okay, das ist jetzt wie gesagt der richtige Modus, also der Hauptmodus dieses Spiels, dieser Multiplayer. Hallo Pearl Gnome, grüß dich. Müssen wir noch auf den Server warten, dann müssen wir gleich warten, bis alle ihre Charaktere gewählt haben. Es dauert ziemlich lange zwischen den Matches in diesem Game, muss ich sagen. So, da oben steht es jetzt schon. Also hier, wie gesagt, müssen wir unsere Minions von unserem Startpunkt zu so einem Endpunkt bringen. Wir können ja jetzt mal einen Held spielen, den ich noch gar nicht getestet habe. Ich nehme mal hier so einen Nahkämpfer oder sowas. Wieso nicht? Einfach mal for fun. Und für den habe ich auch, ja, habe ich auch einen Goldskin. Ha, nehmen wir doch direkt. Ich habe keine Ahnung, was der kann. Das finden wir jetzt heraus. Ich könnte ja mal eben ganz kurz. Da haben wir seine Special-Attacken zumindest. Also der kann kann eine Energiewelle vorwerfen. Also das ist jetzt ein Nahkampfcharakter. Ne? Wir haben eben jetzt das andere Extrem gespielt, also ein Sniper. Es gibt auch nach Knarrencharaktere, ne, oder Tanks und so weiter. Ich hatte ja schon gesagt, es gibt auch eben Supportcharaktere wie Healer, etc. Er hier ist wohl ein reiner Damage-Charakter. Und hier steht auch oben, seht ihr das? Eigentlich immer ganz nett unter dem Namen, was das so grundsätzliche Attribute. Also es ist ein schneller Charakter, ist ein Assassin vom Gameplay her und er ist einfach zu spielen. Das steht auch immer dabei, ob es ein komplexer Charakter ist oder nicht. Also wenn man sich orientieren möchte. Also das finde ich auch, haben sie gut gemacht eigentlich. So, was kann er noch? Eine Schockwelle. Kann er noch werfen? Dann hat er einen Special Move, das ist so ein Wirbelangriff. Und ja, und wenn er Schaden macht, heilt er sich selber. Also er hat so einen vampirmäßigen Kram noch am Start. Aber wahrscheinlich dann hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Rüstung als halt so ein Fernkampfcharakter, aber ist wahrscheinlich trotzdem schwierig mit dem, ne? Weil er halt nichts für die Distanz hat. Müssen wir mal gucken, wie das läuft. Ich mal ausprobieren. Das ist halt auch, also es gibt wirklich, wie gesagt, jeder Charakter spielt sich sehr unterschiedlich. Ich habe jetzt erst 3 getestet und die 3 sind sehr unterschiedlich gewesen, den hier noch gar nicht gespielt. Wenn alle 25 so unterschiedlich sind, dann hat man hier auf jeden Fall erstmal eine Menge Spaß, einfach damit die Charaktere auszuprobieren, auch vielleicht im Singleplayer, man muss ja nicht den Multiplayer spielen. Also das hat das Spiel auf jeden Fall schon für sich, dass die Charaktere sehr divers sind. So, und dann gucken wir uns jetzt mal diesen Modus an. Hier geht es jetzt auch viel darum, eben Türme zu bauen und zu defenden, zum Beispiel verschiedene Rollen einzunehmen. Wenn man jetzt wirklich gut spielen wollte, müsste man mit einem Team reingehen, wo man sich unterhält. So, ihr seht es jetzt hier. Hier habe ich hier meinen Nahkampfkram. Also ich habe hier irgendwelche Katanas, die hier das Bild komplett füllen. Das sieht eigentlich ganz witzig aus. Habe ich hier noch einen Melee-Angriff. Also jeder Charakter, auch die Fernkampfcharaktere, haben Melee-Button. Aber meine quasi Schusstaste, wo die anderen Charaktere drauf schießen würden, ist jetzt hier dieser Angriff. Gut, dann habe ich noch hier diese Energiewelle, die kann man eben erst aimen, habt ihr gerade gesehen, und dann feuern. Und genauso habe ich jetzt hier noch diesen anderen. Also ich habe doch noch ein paar Optionen für Fernkampf auf jeden Fall. Jetzt kann ich mir noch überlegen, was ich hier nehme. Crossblade slows enemy on impact. Das finde ich gut, weil dann kann ich Fernkämpfer vielleicht ein bisschen aufhalten, indem ich auf sie drauf haue. Mit dem Ding und dann sind sie halt so ein bisschen langsamer und dann kann ich näher ran. Hier, das sind Scherben, die sammelt man eben, halt, das ist so ein Material, mit dem man dann halt eben hier Türme baut, etc. und sowas. Also hier das alles. Ich könnte hier auch neue Minions, also besondere Minions beschwören, das kostet Scherben. Dieser Modus ist wirklich, der ist sehr komplex und tiefgründig. Ich verstehe irgendwo auch, ich habe ja eben gesagt, ich finde die anderen Modi etwas langweilig. Wenn sie hier ein paar leichtere Modi eingebaut haben, weil das hier ist erstmal zusätzlich zu den ganzen verschiedenen Charakteren, ist das sehr, sehr voll mit Zeug halt eben. Und ja, meine Aufgabe ist es jetzt hier eben, ach, hier die gegnerischen Minions platt zu machen, die Gegner platt zu machen, die Minions von uns selber eben durchzubringen zu dem Grinder, wo wir dann Punkte für die Minions kriegen. Und so gewinnt man eben diesen Spielmodus.
Ja. Das ist der Grinder übrigens. So, da habe ich die alle erwischt. Hier haben wir noch einen weiteren Melee-Charakter. Ich gehe jetzt mal hier voll rein und versuche die einfach alle mal ein bisschen zu ärgern. So, ich habe sie zumindest noch gekillt. Aber es ist auch wichtig, in so einem Modus einfach als ein Charakter, der halt vorpreschen kann und Schaden machen kann. Da geht es auch manchmal einfach nur darum, sich zu opfern und ein bisschen die Gegner aufzumischen, so dass halt eben das eigene Team was anderes machen kann, so dass die Minions durchkommen und so weiter. Einfach nur der Zeitgewinn sozusagen, die Gegner zu stressen, ist es manchmal schon wert. Hier geht es ja nicht um Kills, sondern wirklich um das Objective. Und dafür sind halt eben auch diese ganzen verschiedenen Charaktere, die ja teilweise eben auch Support-Rollen und sowas haben, ne, wie gesagt, sind die eben ausgelegt. Das merkt man ganz stark. So, ich mache jetzt hier nochmal mein Crossblade. Auch nochmal meinen Kram da rein. Hier, das sind. Oh. Sind nicht unsere Minions, oder? Nee. Ja, erstmal ihn hier, den Sniper platt machen. So, jetzt habe ich ein neues Level. Das heißt, man sollte auch wirklich schnell das Level up machen. Da muss man eben hier kurz ins Menü. Aber das ist einfach wichtig, weil man sich dann halt wirklich stark verbessert. So, was habe ich hier? Ich muss mal, muss es jetzt leider trotzdem lesen. Chain Shield, Rough Shield Recharges. Das ist cool. Okay, ich nehme mal das hier. Das sieht gerade gut aus. Das heißt hier, dieser Perk sozusagen, den ich jetzt habe, wenn ich jetzt jemandem Schaden aufs Schild mache. So, die ist jetzt hier gerade ein bisschen umzingelt von unseren Jungs. Oh, der hat mich erwischt. Wenn ich jetzt jemandem Schaden aufs Schild mache und sein Schild zerstöre, lädt das mein Schild wieder komplett auf. Also das sind wieder so Sachen für die Überlebensfähigkeit eben dieses Charakters. Man muss ja wirklich gucken, als Nahkämpfer hat man eben den Nachteil, einfach nicht viel Range zu haben. Und da sind halt solche Sachen immer da. Und jetzt könnte ich eben für die Kohle hier Equipment kaufen. Das werde ich jetzt auch machen. Also die Kohle, jetzt habe ich halt die Wahl. Ich habe diese Scherben gesammelt durch Kills. Die spawnen ja hier auf der Map. Man muss also auch die Map spielen. Man muss hier teilweise die Creeps, von denen ich eben erzählt habe. Hier gibt es auch tatsächlich irgendwo Camps von denen. Die muss man dann killen und einfach um die Erfahrung und so weiter zu kriegen. Und dann sammelt man eben diese Ressourcen. Jetzt könnte ich entscheiden, baue ich jetzt Türme oder stärkere Minions, die meine Gruppe an Minions verteidigen, oder ich erkläre jetzt Sachen, die halt MOBA-Spieler wissen, aber ich meine es halt allgemeiner. Oder ich gebe, das ist jetzt eigentlich eine Besonderheit, ich gebe die Kohle jetzt eben aus für eine von den Sachen hier. So, und dann mache ich jetzt eben hier mehr Movement Speed. Das ist sehr gut für den Charakter. Jetzt habe ich mehr Movement Speed und kritische Hit-Chance. Also macht Sinn, ne? Mit einem Nahkämpfer Crit und schneller laufen ist sehr gut. Und wie gesagt, diese Sachen habe ich vor dem Match eben ausgerüstet. Das sind tatsächliche Loot Drops, man kann die eben in der Kampagne hier im Multiplayer gedroppt bekommen, wenn man die gespielt hat. Er macht hier seinen. Oder wo ist er hin? Seinen Flugangriff. Ja, man kann die eben aber auch aus so Loot-Paketen bekommen, die man für eine Ingame-Währung, die es halt hier gibt, bekommen kann. Ah, habe ich nicht getroffen. Okay, jetzt ist er down. So, da laufen jetzt übrigens unsere Minions in den Grinder. Und wir kriegen jetzt hier oben, sieht das, 130 Punkte dafür, die Minions hier durchgebracht zu haben. Ich war eben auf der gegnerischen Seite und habe da eben versucht, die Minions, den kill ich jetzt auch mal ganz schön. Die gegnerischen. Die gegnerischen Minions eben einfach aufzureiben und ein bisschen zu zerstören. Ja, und ihr seht, was ich gemeint habe mit diesem ganzen Effekt-Bombast. Hier geht halt dauernd irgendwas in die Luft, alles ist bunt. Und es ist schon erstmal sehr schwer, sich zu orientieren. Daher erkläre ich jetzt auch eben hier so die Grundzüge so ein bisschen. Wenn man das wirklich effizient spielen will, muss man echt wissen, muss man sich vorher alle 25 Charaktere durchlesen, echt wissen, was die alle so drauf haben. Und dann sich halt ein paar aussuchen, die man ein bisschen übt und trainiert. Da kommt auch eben der Wiederspielwert her. Und es ist schon ein recht kompetitiver Modus, muss ich sagen, hier der. Im Moment führen wir tatsächlich. Und hier, diese Matches können eben auch eine Weile dauern. Also die können schon locker 20 Minuten, eine halbe Stunde dauern. Kommt drauf an. Nice, habe ich mit beidem gehittet. Jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren.
Ich trottel. Selbst die Minimap hat mir nicht geholfen. Was ich auch sehr gut finde, ihr hört es jetzt vielleicht nur sehr leise, hier macht das Spiel auch wirklich einen guten Job, euch zu sagen, was auf der Map abgeht. Also ihr kriegt hier immer per Funk sozusagen Kommandos rein, wie zum Beispiel hier passiert gerade das und das. Und das ist sehr gut gemacht. Das ist sehr gut gemacht und auch sehr gut frequentiv. Also das kriegt ihr dauernd und ihr wisst eigentlich, wenn ihr darauf achtet, das muss man sich ein bisschen angewöhnen, wisst ihr auch, ohne dass ihr mit eurem Team tatsächlich im Voice-Chat seid, was hier so passiert in diesem Spiel. Und das ist eine sehr gute Sache. So, hier darf ich nicht zu nah rangehen. Dieser Turm ist eben gefährlich. Jetzt ist er weg. Jetzt kann ich ihn hier mit dem Ding stunnen. So, kann ich ihn noch in die Luft werfen. Er macht sich unsichtbar. Komme jetzt nicht mehr ran. Der ist da. Ihr seht ihn jetzt nicht mehr. Er ist unsichtbar. Ich habe nur noch seinen Umriss gesehen, so ein kleines bisschen. Mit der Kohle, die ich jetzt habe, werde ich mir nochmal ein neues Stück Gear kaufen, schnell. So. Das Stück Gear hat jetzt meine Heilfähigkeit verbessert. Ich heile jetzt eben langsam. Wenn ich Schaden mache, hatte ich ja gesagt. Und jetzt heile ich eben noch mehr. So, das Crossblade hat ihn jetzt langsamer gemacht. Ich hatte ja eben den Skill durchs Aufleveln geholt. Jetzt kann ich nah an ihn ran und er wird mich wahrscheinlich killen, weil ich nicht mehr viel Health hatte. Da habe ich nicht drauf geachtet. Aber nur, ne, so merkt ihr das. Durchs Aufleveln habe ich jetzt eben mir so ein kleines Charakterbild eben während dem Game gemacht und muss das dann hier einfach mir am besten vorher auch überlegen, mir sogar den Skilltree vorher angucken. Ja, also das ist schon auch ein Spiel, was halt einfach ein bisschen Vorbereitung von euch fordert, so muss ich sagen. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt... Ja, ich kann jetzt auch den Charakter, glaube ich... Ich weiß es jetzt gerade wirklich nicht, tatsächlich. Ob ich den Charakter wechseln kann im Match, werde ich wahrscheinlich nicht können, ne? Nee, kann ich tatsächlich nicht. Ich wollte euch eigentlich noch mal ein paar mehr zeigen. Ich habe euch jetzt halt einen Fernkampf- und Nahkampfcharakter gezeigt. Mal hier meinen Taunt gerade. Ninja! Okay. Die Taunts sind auch tatsächlich was, was man freischaltet. Ja, über den Spielverlauf, über den Singleplayer... Hey Julian Wess, danke dir für den Follow. So. Hab ich noch erwischt. Da wird er kurz gestunt. Und jetzt können unsere Jungs hier rein. Die hat schon sehr viele Movement-Upgrades. Die ist sehr schnell hier. Kann ich jetzt gerade nichts machen, aber gleich ist mein... So, jetzt ist sie geslowed und ich kann sie killen. Aber ihr seht, wie viel Effekte hier abgehen. Ich sehe halt teilweise einfach selber nicht, was ich mache. Gegner aber platt gemacht. Jetzt kann ich nochmal leveln. Double Jump finde ich gut. Aber ich nehme mal lieber das hier, was mein Combo verbessert, mein Nahkampf-Combo. Ja. Okay. Sehr schön. Erstmal hier den gegnerischen... Ah. Ja, da sind halt jetzt die ganzen Minions vom Gegnern. So. Auf einem Haufen gewesen und die pushen gerade. Okay, dann haben wir hier eben noch ein paar Scherben, die wir holen können, einfach um ein bisschen Kohle zu haben. Die sind übrigens auf der Map, seht das ja hier auch markiert. Das hier ist jetzt eine riesige Scherbe, die bringt verdammt viel von dieser Kohle. Die spawnen, ist es irgendwie hier keiner, der sich da so richtig drum kümmert. Genau wie die Camps an Creeps, an Monstern, die hier spawnen, die man zum Leveln benutzen kann, kann man diese Riesenscherben eben auch benutzen, um eben Kohle zu sammeln. Aber wie gesagt, das ist jetzt gerade ganz frisch, das Spiel. Die Leute wissen eben auch, weil das ist Tutorial halt, was ich eben schon gesagt hatte, nicht so gut ist, wissen die halt nicht wirklich wahrscheinlich, was sie machen. Vielleicht haben sie die Beta gespielt, so wie ich, und wissen dann halt ein bisschen, was sie tun. Den Gegner hier fast gekillt, aber... Müssen wir ein paar gegnerische Minions hier plätten. Und hier den Sniper. Den auch plätten. Da. Hier schön meine Moves gemacht und ihn erwischt. Nice. Ja.
So, ich könnte jetzt eben auch entweder nochmal hier Equipment kaufen, mache ich auch gerade. Ich möchte einfach meinen Charakter erstmal aufbessern. Oder halt jetzt, ab jetzt könnte ich eigentlich nur Türme bauen, aber ich kann es auch nochmal leveln. Moment. Silence, ah ja, das ist sehr cool. Catalytic Smash silences enemies on impact, also normaler Silence, wie im MMO eben. Dann können die ihre Fähigkeiten nicht benutzen, was noch geiler ist für meinen Assassin-Playstyle, den ich ja hier gerade spiele. Einfach die Gegner auch nochmal silenzen, sodass sie noch weniger wehren können. Hier die dicke Drohne erstmal wegmachen. Und den hier mal messern. Oh, jetzt werde ich von dem Turm von denen gekillt, ja. Aber wir haben sie schon sehr weit zurückgetrieben. So, muss ich mal gerade auf die Map schauen. Also ich kann auch noch. Ja. Nee, kann ich nicht. Nee, wollen wir nicht. Ich wollte mich nicht teleportieren, wollte eigentlich auf die Map schauen. Im Singleplayer-Modus, wenn man nach unten drückt, öffnet man nochmal so eine größere Map. Geht hier offensichtlich nicht. Ja, jetzt kann ich hier halt eben einen Bot bauen, der halt ein bisschen stärker ist als die normalen Minions. Der geht jetzt und führt diese Welle von Minions quasi an. Sodass die halt eher hier durchkommen. Und ja, ab jetzt, da ich ja meine ganzen Items aus meinem Loadout bereits gekauft habe, könnte ich eben jetzt auch einfach sagen, ich baue jetzt hier einfach ganz viele Türme und so ein Shit. Ich hole mir jetzt hier noch die dicke Scherbe. Da ist ja, scheint ja gerade keiner zu sein. Kohle hole ich mir jetzt noch hier. Und dann gehe ich mal wieder zurück auf die Map. Wir führen immer noch ein bisschen. Julian Wess, wie meinst du das? Du startest bei Level 1? Ja, also du startest hier frisch. Das, was du in der Beta gespielt hast, das wirkt sich nicht auf jetzt das Spiel aus, wenn du das meinst. Also du, ich hatte es eben schon mal gesagt, es gibt hier eben im in der Runde levelt man auf, aber man hat so ein sogenanntes Commander-Level, das ist charakterübergreifend und allgemein gesprochen einfach da. Das kriegt ihr halt. Nach jedem Spiel levelt ihr dann nochmal so extra auf. So, jetzt bringen wir hier unsere Bots durch. Das gibt jetzt schön Kohle, beziehungsweise Punkte. Oh, da ist aber hier der gegnerische Raph, der hat auch den Silence. Ich konnte jetzt meine Fähigkeit nicht benutzen. So, ich habe ihn jetzt aber gesilenced. Jetzt kann er nämlich nichts machen. Okay, aber da waren zu viele von den Gegnern. Ja, sieht aber noch gut aus. Um grob 100 führen wir. Gut, Julian, wenn ich deine Frage beantwortet habe. Jo. Da hängt es nochmal. Also wir führen ganz gut. Da ist der gegnerische Raph, den hauen wir jetzt mal platt. Ah. Da waren noch ein paar mehr, die ich nicht gesehen habe. Ah, jetzt haben die hier einen Riesenbot halt eben geholt. Der halt jetzt, also wie gesagt, ne, das Spiel macht uns jetzt eben diese Ansagen. Jetzt ist hier dieser Riesenbot unterwegs und man muss eben. Wie gesagt, nicht mal mit seinem Team kommunizieren. Man weiß das eben einfach über die Ansagen vom Spiel schon. Um den sollten wir uns jetzt vielleicht kümmern, um halt zu verhindern, dass die ganz viele Punkte auf einmal machen. Also ja, da ist schon designtechnisch einiges cool. Aber ein grundsätzliches Tutorial, was euch erstmal grob beibringt, wie das hier allgemein läuft, gibt es kein gutes, muss ich sagen. Da muss man einfach selber ein bisschen die Arbeit reinstecken. Eigentlich schade.
Da, da haben wir einen gesilenced, der kann jetzt nicht wegfliegen. Jetzt kann er wieder. Ich will ihn noch killen, ich will ihn noch killen, ich will ihn noch... Ich habe ihn gekillt. So, jetzt habe ich mein Ultimate freigeschaltet. Den hat der Typ eben gegen uns auch öfter benutzt. Das ist eben dieser Wirbel, den man hier machen kann. Und jetzt kann ich auch währenddessen noch aufleveln. Okay. So, jetzt haben wir auch noch freigeschaltet übers Level Up mehr Lifesteal. Also je mehr Damage ich jetzt mache, desto... Also kriege ich noch ein bisschen mehr Leben und heile mich noch ein bisschen auf. So, ich habe auch sehr viele von diesen Dingern jetzt. Ich werde jetzt noch mal ein paar von diesen dicken Bots hier bauen. Das hat er jetzt auch schon gemacht. Das heißt, ich kann das jetzt nicht. Das Ding hier ist jetzt auf Cooldown. Dann kann ich auch das hier drüben für Türme ausgeben, würde ich sagen, auf unserer Seite. Hier den gegnerischen Turm kann ich mal zerstören. Ja. Nicht noch ein bisschen Loot rum. So, und hier ist das jetzt ganz praktisch. Hier sind jetzt ganz viele gegnerische Minions. Da kann ich jetzt einfach reinlaufen und die wegschnetzeln. Ah, da ist er. Erstmal das Ding hier wegmachen. Ich weiß halt auch noch nicht genau, was hier alles tatsächlich bedeutet. Wie gesagt, man muss sich da eben reinspielen und ja, einen groben Überblick habt ihr ja gemerkt, habe ich schon, aber da ist immer noch eine ganze Menge. Das kann ja auch bedeuten, dass es wieder spielwert, aber ich finde es halt einfach ein bisschen obstrus, die einzelnen Mechaniken in diesem Spiel. Hätte ich mir echt gewünscht, dass sie das ein bisschen besser machen. Es ist nicht so leicht, hier reinzukommen, muss ich sagen. Overwatch hat eine ähnliche Komplexität oder eine höhere Komplexität sogar noch mit den Charakteren. Aber da, finde ich, ist es irgendwie einfach zugänglicher zu raffen, was man machen kann. Ja, jetzt stirbt er auch mal. Okay. Hier sind noch zwei. Ey, Oscar Mike. Oscar dead. Shit. Wie viele Spielmodi sind drin, fragt gerade jemand. Also, wir haben gewonnen übrigens gerade die Runde. Es gibt halt eben den Singleplayer-Modus, der halt diese Raid-mäßigen Bosse hat. Überraschend gut ausgearbeitet ist, gibt aber nur 8 Missionen. Dazu muss man sagen, die wollen kostenlos noch welche nachreichen und dann aber auch noch welche in einem Season Pass. Aber es sollen erstmal auch 5 Charaktere kostenlos kommen und mehr dann über einen Season Pass. Also erstmal ein bisschen Free-Content noch. Es gibt insgesamt 25 Charaktere, 3 Multiplayer-Modi und den Singleplayer. Und das hier ist jetzt eigentlich der Multiplayer-Modus, muss ich sagen. Das ist der Modus in diesem Spiel, um den sich's eigentlich dreht, den wir jetzt gerade gespielt haben. So. Ein paar Titel und so ein Kram gibt's eben hier auch, die man freischalten kann, sich dann auf die Charakterkarte basteln kann und so weiter. Alles einfach voll mit Zeug in diesem Spiel. Aber das ist irgendwie sehr Gearbox-typisch, dass man halt einfach viel Zeug hat. Okay. Ja, ich denke, das war ein ganz guter Ersteindruck. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen dazu? Weil ich wollte eben nur mal kurz jetzt Battleborn vorstellen und dann selber eben einfach noch ein bisschen weiter reinzocken. Okay, sieht erstmal nicht so aus. Gut, dann bedanke ich mich erstmal bei allen, die auf YouTube zugeschaut haben. Das war jetzt sozusagen mein Live-Ersteindruck zu Battleborn. Ich habe euch ein bisschen versucht zu erzählen, worum es sich denn tatsächlich bei diesem Game handelt. Wenn ihr euch noch fragt, ob es was für euch ist, habt ihr jetzt hoffentlich ein bisschen eine bessere Idee davon. Für alle anderen im Chat, jetzt können wir gleich mal gucken, ob wir noch ein bisschen weiterspielen. Könnt ihr gleich schreiben. Aber erstmal, ne, macht's gut und wir sehen uns dann das nächste Mal.